Ich kann Kung Fu. Zeig es mir. Dies ist ein Sparring-Programm, ähnlich wie die programmierte Realität der Matrix. Es folgt den gleichen Gesetzen, der Schwerkraft zum Beispiel. Im Grunde unterscheiden sich diese Gesetze nicht von denen eines Computerprogramms. Einige kann man umgehen, andere kann man brechen. Verstehst du? Dann greif mich an, wenn du kannst. Bruce Lees Lehre über das leere Glas. Hier die Essenz dieser Weisheit. Wenn ein neuer Schüler zu Bruce Lee ins Dojo kam und Bruce darum bat, sein Meister zu werden und ihm die hohe Kunst des Kampfsportes zu lehren, machte Bruce Lee Folgendes. Zunächst einmal bat er den Schüler, ihm das zu demonstrieren, was er bisher im Bereich Kung Fu gelernt hatte. Der Schüler sollte also seine besten Techniken, Schläge und Tritte zur Schau stellen, während Bruce Lee das Ganze beobachtete. Nachdem der Schüler damit fertig war, sein bisheriges Können zu demonstrieren, bat Bruce Lee ihn an einen Tisch, auf dem sich zwei volle Gläser befanden. In dem einen Glas befand sich einfach nur klares Wasser. Das andere hingegen war gefüllt mit dunkler, undurchsichtiger Cola. Bruce hob zunächst das Glas mit der Cola und sagte Folgendes zum Schüler. Das ist dein Wissen. Das ist das, was du bisher in deinem Leben gelernt und gesammelt hast. Das ist das, was du für die Wahrheit hältst. Dann hob er das Glas mit reinem Wasser und sagte, Das hingegen ist mein Wissen. Das ist das, was du von mir möchtest. Das ist die Wahrheit. Weiter sagte er, Ich kann dir so lange nichts von meinem Wissen geben, solange du an deinem festhältst. Solange wie du an dem festhältst, von dem du glaubst, dass es die Wahrheit ist, solange ist kein Platz für mein Wissen, für die echte Wahrheit. Nur wenn du bereit bist, dein Gefäß zu leeren und Platz zu schaffen, nur dann kann ich dir etwas von meinem Wissen geben. Das ist eine wirklich großartige Metapher, wie ich finde. Und diese Lehre beschränkt sich jetzt nicht nur auf den Bereich Kampfsport. Nein, was Bruce Lee damit meint, reicht viel, viel tiefer. Du musst verstehen, dass dies eine Metapher für alle Erfahrungen in deinem Leben ist. Sieh dieses Glas als dein Verstand an. Tag für Tag, von Kindesbeinen an, wird dein Verstand mit Einflüssen, Reizen und Erfahrungen aus der Umwelt gefüllt. Das bezeichnet man auch als soziale Konditionierung. Wenn wir also zulassen, dass etwas in unser Gefäß aufgenommen wird, dann neigen wir automatisch dazu, es auch darin zu behalten. Wir Menschen lieben nun mal eine Sache mehr als alles andere, und zwar Stabilität bzw. Sicherheit. Morpheus kämpft gegen Neo. Wenn wir also eine neue Erfahrung machen, egal ob positiv oder negativ, nehmen wir das in unseren Verstand auf, speichern es darin ab und versuchen es dort zu behalten und nicht daran zu rütteln. Es wird ein Teil von uns und unserem Weltbild. Und klar, wer rüttelt schon gerne freiwillig mal an seinem Weltbild, indem er beginnt, das Gefäß von Zeit zu Zeit zu leeren und mit neuen Sachen zu füllen. Es erscheint uns einfacher, an dem festzuhalten, was sich bereits in unserem Gefäß befindet, an dem uns Bekannten und Vertrauten. Genau hier liegt aber das große Problem, das so unglaublich viele Menschen daran hindert, sich zu entwickeln und ihr volles Potenzial zu nutzen. Hältst du es für möglich, dass mein Vorsprung an Kraft und Geschwindigkeit tatsächlich etwas mit meinen Muskeln zu tun hat in diesem Raum? Also dein Verstand hat genau wie jeder andere Speicher begrenzte Kapazität. Und was ist, wenn das, was sich in deinem Gefäß befindet, nicht die echte Wahrheit ist? Wenn du etwas festhältst, was falsch ist? Etwas Destruktives, etwas, das dich zurückhält und negativ für dich, dein Verstand und dein ganzes Leben ist? So etwas bezeichnet man dann auch als limitierende Glaubenssätze. Ist dein Glas erst einmal gefüllt und du schaffst keinen Platz für neues Wissen und neue Erfahrungen, so beginnst du zu stagnieren. Du beginnst ein Leben zu leben, in dem du dich selbst limitierst und nicht zulässt, dass du dich weiterentwickelst. Bei einigen Leuten geht dieses Phänomen dann so weit, dass sie so fest an ihren bisherigen Glaubenssätzen, Erfahrungen und Emotionen festhalten, dass die Flüssigkeit in ihrem Gefäß gefriert, dass sie fest wird. Und selbst wenn man versuchen würde, das Gefäß zu leeren, würde nichts daraus entweichen können. Das sind die Menschen, die in bestimmten Situationen teilweise schon verbittert an ihrer Meinung und ihren Standpunkten festhalten und einfach absolut nicht offen für Neues sind. Schon die bloße Vorstellung, etwas außerhalb ihrer Komfortzone zu machen, lässt sie vor Angst erstarren. Worauf wartest du? Du könntest viel schneller sein. Nicht denken, dass du bist. Wissen, was du bist. Ich bin mir sicher, dass auch du schon mal solchen Menschen begegnet bist oder sie vielleicht sogar momentan in deinem Umfeld hast. Die Frage ist jetzt, was du aus dieser Lehre von Bruce Lee ziehen kannst und wie du diese dazu einsetzen kannst, um sie in den Prozess deiner Persönlichkeitsentwicklung einzubauen und an dir zu arbeiten. Gut. Adaption, Improvisation. Aber deine Schwäche
ist nicht die Technik. Merk dir dafür bitte die folgenden zwei Schritte. Schritt Nummer 1. Lass auf keinen Fall zu, dass der Inhalt in deinem Glas gefriert und starr wird, sodass nichts daraus entweichen und nichts Neues hinzugefügt werden kann. Wenn du das zulässt, limitierst du dich bloß selber und wirfst dein volles Potenzial in die Tonne. Du wirst dich sogar daran gewöhnen müssen, dein Glas von Zeit zu Zeit zu entleeren, Platz für Neues zu schaffen. Im Klartext bedeutet das, beginne daran zu arbeiten, neue Dinge auszuprobieren. Dinge außerhalb deiner Komfortzone. Oder versuch die Dinge, die du kennst, mal aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Versuch deine Einstellung und deine Denkweise flexibel zu halten. Leg deinem Verstand und somit deinem Leben nicht selbst die Fußfesseln an. Schritt Nummer 2. Sorge für einen kontinuierlichen Strom an neuem und frischem Wissen und Erfahrung. Wenn man beginnt, das Glas mit reinem Wasser in das Glas mit Cola zu schütten, was passiert dann? Die Cola wird nach und nach rausgeschwemmt und die Flüssigkeit im Glas wird zunehmend klarer und durchsichtiger. Das ist, was ich mit einem kontinuierlichen Strom an neuem und frischem Wissen und Erfahrungen meine. Im Klartext bedeutet das: Beginne damit, dich in allen Bereichen deines Lebens weiterzubilden. Beginne Bücher zu lesen, bildende Filme und Videos anzusehen, Audioprogramme zu studieren, an Seminaren und Fortbildungen teilzunehmen. Mach also alles, was dafür sorgt, dass der Inhalt in deinem Glas, also in deinem Verstand, in Bewegung bleibt. Nur so kannst du dich weiterentwickeln und damit beginnen, dein volles Potenzial zu nutzen. Du kannst dir im Moment wahrscheinlich noch gar nicht vorstellen, wie sehr es dein Leben revolutionieren wird, wenn du dich an diese beiden Schritte hältst. Wenn du diese Lehre vom Großmeister Bruce Lee höchstpersönlich annimmst und in deinem Leben umsetzt. Ich glaub's einfach nicht. Nochmals auf den Punkt gebracht. Schritt 1. Halte deinen Verstand flexibel. Lass nicht zu, dass du dir selbst eine unsichtbare Grenze für dein Leben setzt, indem du die Kapazität deines Verstandes auslastest und keinen Platz für Neues schaffst. Schritt 2. Sorge für einen kontinuierlichen Strom an neuem und frischem Wissen und Erfahrungen, die dich wachsen lassen, dich stärker und besser machen. Das ist der absolute Anfang der nicht enden wollenden Reisepersönlichkeitsentwicklung. Nur wer diese Lehre wirklich verstanden hat und beginnt, sie in seinem Leben umzusetzen, kann schon bald mehr, ja viel mehr aus sich und seinem Leben machen. Ich weiß, was Sie vorhaben. Ich will deinen Geist befreien, Neo. Aber ich kann dir nur die Tür zeigen. Durchgehen musst du ganz allein. Unsere größte Angst ist nicht, unzulänglich zu sein. Unsere größte Angst ist, grenzenlos mächtig zu sein. Unser Licht, nicht unsere Dunkelheit, ängstigt uns am meisten. Wir fragen uns, wer bin ich denn, dass ich so brillant sein soll? Aber wer bist du, es nicht zu sein? Du bist ein Kind Gottes. Es dient der Welt nicht, wenn du dich klein machst. Sich klein zu machen, nur damit sich andere um dich herum nicht unsicher fühlen, hat nichts Erleuchtetes. Wir wurden geboren, um die Herrlichkeit Gottes, der in uns ist, nach außen zu tragen. Er ist nicht nur in einigen von uns, er ist in jedem Einzelnen. Und wenn wir unser Licht scheinen lassen, geben wir damit unbewusst auch anderen die Erlaubnis, es ebenso zu tun. Wenn wir von unserer eigenen Angst befreit sind, befreit unsere Gegenwart automatisch die anderen. Ellen, du sagst ja gar nichts. Was ist los? Nichts.